Willkommen zurück bei Rising World. Wir stehen hier vor unserem Weihnachtsbaum und eigentlich ist die Weihnachtszeit so langsam mal vorbei und deswegen würde ich den, glaube ich, gerne hier abbauen. Aber leider kann man den nicht einfach so abbauen, den muss man, glaube ich, komplett abreißen. Und ich überlege jetzt mal, ja, Vorstachhammer braucht man wahrscheinlich dafür. Sehr, sehr schade eigentlich. Das ist genauso wie bei dem Mahlwerk. Also das können wir leider auch nicht ganz normal abbauen mit F. Das ist halt nicht möglich. Kannst du mal eben ausprobieren. Aber das letzte Mal hat das nicht funktioniert. Das ist sehr, sehr schade, weil man nämlich dafür auch Eisenplatten oder Eisenstäbe braucht. Weiß ich das gerade gar nicht. Steine hätten wir in Zweifelsfall genug. Ich habe eben noch ein bisschen Steine und auch Eisen gesammelt. Aber natürlich müssen wir früher oder später das Mahlwerk hier auch nochmal abreißen, weil wir hier die Fläche natürlich nach und nach asphaltieren möchten. Aber egal, wie schade es jetzt auch ist, wir müssen diesen Baum einfach abreißen, weil es letztendlich nicht besonders toll aussieht, wenn hier im Frühling noch ein Weihnachtsbaum steht. Deswegen muss der jetzt einfach mal dran glauben. Wenn das denn funktioniert, also mit dem Vorstachhammer. So, jetzt ist er weg. Das Gerbgestell kommt übrigens auch weg. Auch das können wir nicht mit F abbauen und wiederverwenden. Geht leider nicht. Aber das sind alles, das wird alles aus, ja, Items, aus Zutaten gebaut, die man relativ schnell wieder beschaffen kann. Unsere Bäume im Hintergrund sind auch ganz gut gewachsen. Und wir sollten in absehbarer Zeit auch mal das Mahlwerk ausprobieren. Aber vor allen Dingen sollten wir unseren Platz hier rund ums Haus noch ein bisschen weiter ausbauen, dass wir noch ein bisschen mehr asphaltieren. Denn wir müssen langsam ein bisschen professioneller werden, was die Beschaffung und die Zubereitung von Nahrung angeht. Und dazu gehört zum Beispiel auch ein Grill. Aber bevor wir mit dem Grill anfangen, gehen wir nochmal gerade eben hoch in die Truhe, bevor es jetzt ganz dunkel wird. Und holen uns ein wenig Steine. Ich habe da eben was reingepackt, jetzt sehen wir es halt wieder raus. Ein Stack Steine haben wir hier noch, und aber das wird langsam, es wird noch nicht reichen, deswegen nehmen wir noch ein bisschen mehr daraus. Ist auch egal. So, zack, zack. Lass uns mal ruhig ein bisschen mehr verwenden. Bei der Gelegenheit können wir vielleicht auch gleich den Kies rausholen, denn mit Kies, da, genau, Kies können wir mit dem Mahlwerk verwenden. Habe ich auch noch nie gemacht. Kam auch ein Hinweis in Form von Kommentaren mit Kies. Also den Kies kann man mit dem Mahlwerk zermalmen. So, schaffen wir das jetzt noch, bevor es ganz dunkel wird, oder nicht? Ich glaube, wir schaffen das noch. So, unsere Blockbank. Müssen wir erstmal gucken, was tun wir denn hier raus? Das kommt erstmal raus. Ach, Stoff haben wir hier auch noch drin. Brauchen wir im Moment gerade nicht. Blockbank. Welcher Stein war denn das jetzt eigentlich, den wir verwendet hatten? War das hier? War das hier? War das hier? Ich weiß gar nicht mehr. Wie sieht der nochmal aus? Ach so, das war dieses Kopfsteinpflaster, genau. Kopfsteinpflaster. Haben wir das hier drin oder war das noch ein Stack, weil eine Sache weiter unten? Sandstein war es auf jeden Fall nicht. Pflasterstein muss es dann gewesen sein. Dieses Kopfsteinpflaster ist es definitiv gewesen. Und da stellen wir jetzt auch mal richtig viel von her. Da brauchen wir nämlich einiges von. 20, 30, 40, 50, 60 Blocks, 70, 80. Jetzt müssen wir schon 100 haben. Noch mehr als 100 eigentlich. 64, 37. Wir fangen einfach mal an. Wir wollen ja auch nicht zu viel... Oh, schöne Dunkelheit hier. Sehr schön. Übrigens, was mir da gerade einfällt. Ich habe nämlich gerade wieder kurz an die Laterne gedacht. An die Lamp, die wir ja als Cheat praktisch immer dabei haben. Ich habe mich entschlossen, demnächst oder ab sofort nicht mehr, ganz und gar nicht mehr zu cheaten. Also, ich habe doch letztens einen Kommentar bekommen, der mir ein bisschen, der mich ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat, zu Recht zum Nachdenken angeregt hat, denn das war ein Kommentar, der bezog sich auf die Folge, wo wir die Pyramide besucht haben. Also erstmal ist davon gesprochen worden, ja Mensch, du gehst einfach so los und hast überhaupt kein Nahrungsmittel dabei und wenn du verletzt wirst von den Raubtieren, hast du keinen Verband dabei und nichts, du verblutest einfach. Das ist eine Sache, das stimmt. Da kann ich demjenigen nur recht geben, der das geschrieben hat. Aber ein weiterer Teil der Kritik bezog sich eben auch auf das Cheaten unterhalb der Erde. Also ich bin, um diesen Eingang der Pyramide zu finden, vielleicht nochmal eben zur Erinnerung nebenbei, um den Eingang zur Pyramide zu finden, bin ich unter die Erde gegangen, einfach unter die Erde geflogen mit F2. F2 ist ja diese sogenannte Cheat-Taste, um dann diesen Eingang halt zu finden. Ich war so ein bisschen in der Zwickmühle, als ich davor stand. Ich denke jetzt, wie du es machst, machst du es falsch. Habe ich im Kommentar auch geschrieben. Wenn ich jetzt den Eingang nicht finde und einfach wieder weggehe
unverrichteter Dinge, dann ist es irgendwie auch total bekloppt. Das heißt, ich musste irgendwie diesen Eingang finden, ich habe ihn nicht gesehen und bin deswegen unter die Erde geflogen, um den halt zu finden. Aber das war dann natürlich irgendwie, war natürlich auch nicht so schön, weil auf der anderen Seite ich ja auch keine Cheat-Funktion hier verwende. Wenn ich Rohstoffe brauche, dann hole ich sie mir, dann baue ich sie ab und das muss man dann eben irgendwo konsequent fortsetzen und sollte das dann halt nicht machen. Das Einzige, wo ich es noch nicht ganz genau weiß, ist die Sache mit dem Bauen. Also wenn man ein Haus baut, oh, sind die Steine schon aufgebraucht, das geht so schnell, ne? Es ist echt Wahnsinn, wie schnell das geht. Ich wollte das hier noch ein bisschen breiter ziehen. Aber dann müssen wir noch ein paar mehr Steine machen. Ist egal. Also wenn man dieses Spiel dann spielt, muss man sich eben für eine Sache entscheiden. Entweder cheaten oder eben nicht cheaten. Da ich generell ein Spieler bin, dafür bin ich eigentlich auch bekannt in meinen anderen Let's Plays. Egal, ob es Minecraft ist oder sonst wo. Die eigentliche Herausforderung in einem Spiel besteht darin, dass man eben nicht cheatet. Und deswegen möchte ich das auch nicht tun. Zu meiner Verteidigung, ich habe es eigentlich nie so sehr als richtiges Cheaten angesehen. Vielleicht lag das auch daran, weil es so extrem einfach war. Es ist einfach sehr, sehr einfach, diese F2-Taste zu drücken. Das habe ich so in keinem anderen Spiel bisher erlebt, dass man so leicht sich Hilfe besorgen kann. Auch was diese Laterne angeht, diese Lamp hier, die man einfach anschalten kann mit L. Auch das ist ja eigentlich eine Sache, die mehr so eine Creative-Funktion inne hat, als dass sie wirklich für den Survival-Modus effektiv vorhanden ist. Ein Kommentar, so beiläufig, der auch noch da drin stand oder der mit zu diesem anderen Kommentar gehörte, eben, dass dieses Spiel Rising World nur sehr wenige Survival-Funktionen hat, wobei man das eigentlich seit diesem Upgrade nicht mehr behaupten kann. Also es gibt so viele Raubtiere inzwischen und, um ganz ehrlich zu sein, als ich auf dem Weg zur Pyramide war, da war mir das auch gar nicht bewusst, wie extrem das inzwischen mit den Raubtieren geworden ist und habe das halt komplett unterschätzt, aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. So, die Steine, wie gesagt, ich bin immer noch verblüfft, wie schnell das mit diesen Steinen geht, wie schnell die verbraucht werden, aber wenn ich das hier so sehe, wir haben ja noch genug. Lass uns mal noch ein paar machen. In 10er Schritten arbeiten wir uns hier vorwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 100 nochmal produziert. Ach, wenn das doch in Natur auch so schnell gewöhnt, dass man so schnell solche Steine hier, solche Blöcke hier produzieren könnte. Aber wir müssen das hier alles ein bisschen wohnlicher machen. Es macht dann ja auch einfach mehr Spaß, wenn man das tut. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal frisch und frei mit der Hacke hier rein. Mit der Hake wird das wahrscheinlich nicht reichen, wenn ich die Erde einfach so ein bisschen weghake. Deswegen haue ich jetzt mal stumpf ein paar Löcher rein, um dann nachträglich mit der Hake das Ganze so ein bisschen auszugleichen. Darin habe ich ja jetzt ein bisschen Übung. Ich denke, das kann ich schon mal behaupten, dass ich damit darin so ein bisschen Übung habe, wenn auch noch nicht so ganz so viel. Aber das wollen wir natürlich jetzt auch nicht vertiefen, weil das auch eine ziemlich monotone Arbeit ist. Es geht nachher tatsächlich doch mehr um den Anbau von unseren Pflanzen, die wir ja schon länger in unseren Truhen haben und horten. Denn wir wollen uns, wie gesagt, professioneller ernähren. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt sehen wir nochmal die Hacke. Ne, Hacke nicht, sondern Hake, die wir hier auch schon bereit haben. Und haken das Ganze mal so ein bisschen glatt. Nochmal zur Erinnerung, Linksklick. Da hakt man die Erde weg, mit Rechtsklick hakt man sie wieder drauf. Das heißt, man kann das eigentlich mit der Hake schon recht schön verteilen. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus hier. Das geht doch. Das geht schon ganz gut, glaube ich. Zack und zack. Das kann so bleiben, wie es ist. Hier kann es eigentlich auch schon so bleiben, wie es ist. Ein bisschen tiefer kann es vielleicht noch werden. So, das reicht schon. Und dann hier nochmal und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und schwuppdiwupp haben wir eigentlich schon eine ganz gute Basis. Hier hacken wir nochmal eben rein. Also, ich habe mir auch nochmal ganz in Ruhe in den Werkbänken die verschiedenen Sachen angeschaut, die man ja noch craften kann. Habe dann allerdings festgestellt, zu meiner kleinen Frustration oder großen Frustration, wie auch immer, dass man dafür Metalle braucht, die wir überhaupt noch gar nicht haben. Das haben wir ja letztens in den letzten Folgen schon ansatzweise festgestellt, aber das sind zum Beispiel so Metalle, eins, was ich irgendwie gar nicht aussprechen kann oder den Namen vergessen habe, aber was uns zum Beispiel auch noch fehlt, relativ bekannte Metalle oder absolut bekannte Metalle, ist ja Gold, aber auch Aluminium. Das fehlt uns komplett. Aluminium braucht man auch für verschiedene Dinge und da würde ich mich natürlich auch gerne mal ranwagen, wobei immer noch so ein bisschen die Frage besteht, wo ist denn dieses Material eigentlich? Von Zeit zu Zeit habe ich schon Kommentare gelesen, die sich nicht direkt darauf bezogen, jetzt auf Aluminium oder Gold, aber ich
hege mal die Vermutung, dass das teilweise sehr, sehr tief unter der Erde ist. Das bedeutet, wir werden auf Dauer auch nicht drum herum kommen, ein bisschen intensiver in den Rohstoffabbau zu gehen und tief unter der Erde dann eben solche Materialien wie Aluminium und so weiter dann auch wirklich zu finden und abbauen zu können. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie breit ich das hier machen soll. Ein bisschen breiter sollte es dann halt doch schon sein. Zack. Und zack. Oh, schon wieder ein Stack verbraten. Ah, 64 haben wir hier ja noch. Noch können wir ein bisschen, noch können wir ein bisschen. Aber man sieht halt, wie viele Steine man hier braucht. Ich glaube, wir brauchen auch unterm Strich viel mehr Steine, als wir Holz brauchen, wenn wir im Moment in dem Stil weiterbauen, wie wir das zurzeit gerade tun. So, das sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also wie gesagt, um nochmal einmal auf diese Pyramidenfolge zurückzukommen, ich habe es hinterher eigentlich total bereut, dass ich die veröffentlicht habe. Die war echt nicht gut. Ich meine, man hat das immer mal in Let's Plays, das sieht man auch an, ich will das jetzt nicht vergleichen, aber das sieht man auch an Fernsehserien oder an Filmen. Es gibt immer einen Film, der dann, was weiß ich, der in mehreren Teilen ausgestrahlt wird oder wo es noch eine Fortsetzung von gibt, wie auch immer. Ein Film ist besonders gut und die Fortsetzung ist dann schlecht. Das gibt es überall, das gibt es auch in Hollywood. Damit habe ich mich da so ein bisschen getröstet. Ich persönlich fand diese Folge dann, also schon bevor dieser kritische Kommentar kam, fand ich sie schlecht. Und danach, als dieser Kommentar da war, fand ich sie noch viel schlechter. Und habe mir dann gewünscht, hätte die man bloß nie veröffentlicht. Aber so ist das halt. Man muss eben auch mal Sachen produzieren. Ich meine, es gibt vielleicht auch andere, die Folge gut fanden, das weiß ich nicht. Aber ich persönlich fand sie eigentlich nicht so gut. Und wenn die nicht so gut waren, dann kann man das ja auch mal sagen. Da wollen wir auch ehrlich sein. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt, das ist eigentlich jetzt schon von der Basis hier gar nicht so schlecht. Machen wir hier noch ein bisschen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das hier auch zubekommen, bevor uns jetzt die Steine ausgehen. Obwohl, wir haben ja noch ein bisschen was. Aber man sieht halt immer wieder, wie viel Rohstoffe man wirklich tatsächlich braucht. Und ich glaube, wir gehen gleich nochmal an die Blockbank und machen noch ein bisschen weiter. Weil insbesondere der Platz hier vor dem Haus einfach noch ein bisschen weiter ausgebaut werden sollte. Für einen Grill, für einen Stuhl, den wir hier rausstellen. Wenn wir das denn wollen. Nochmal eben zur Blockbank. Übrigens gibt es auch wieder ein Upgrade. Habe ich nur flüchtig gelesen, ehrlich gesagt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 100. Ja, das muss jetzt reichen, wenn wir die verbaut haben. Irgendwie gibt es auch Feuerwerkskörper. Wir hatten ja vor kurzem Silvester. Silvester 2017. Und irgendwo gibt es da auch Feuerwerkskörper. Ich habe sie noch nicht gefunden. Wenn es einer weiß oder die mal ausprobiert hat, gerne einfach in die Kommentare schreiben. Wobei ich davon ausgehe, dass wir die Zutaten wahrscheinlich sowieso nicht haben werden. So, das Mahlwerk steht jetzt hier so ein bisschen stiefmütterlich am Rand. Wir lassen es jetzt einfach mal erstmal stehen. Ich möchte es jetzt im Moment noch nicht abbauen. Wäre ein bisschen schade um das Material, was wir dafür investiert haben. Aber vielleicht können wir hier einfach nochmal so ein paar Reihen davor machen. Irgendwann werden wir das abreißen. Das ist klar. Aber zurzeit halt noch nicht. So, wie sieht es denn aus? 27, 36, ein bisschen was haben wir ja noch. Also gehen wir noch hier mal so komplett nochmal einmal lang. Machen das hier ganz, das Ganze hier komplett rechteckig. Oh, jetzt regnet's. Na sowas. Na sowas. Und natürlich, was ich auch ankündigen möchte, wo wir absolut nicht drum rumkommen und wo wir auch gar nicht drum herumkommen wollen. Wir müssen auf jeden Fall auf die Jagd gehen. Ich würde sehr, sehr gerne das Waldgebiet, was sich hier direkt, vor allen Dingen in diese Richtung anschließt, hinter dem Haus, das würde ich natürlich sehr gerne erkunden. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Guck mal, wir haben einen richtig großen Platz jetzt hier vorm Haus. Ich denke, der reicht auch erstmal. Die restlichen Steine heben wir zunächst noch auf, bis wir die nochmal anderweitig verwenden können. Packen die jetzt auch erstmal weg. Nein, oder lassen wir die erstmal im Inventar. Machen wir jetzt erst Ackerbau oder machen wir erst was anderes? Ich würde sagen, wir widmen uns erstmal dem Ackerbau. Ich glaube, das ist eine ganz gute Maßnahme. Und packen halt so ein paar Sachen weg. Ein paar Steine können wir ja vielleicht einfach mal behalten, weil wir die eventuell noch verwenden wollen. Ach, naja gut, 24 Steine können wir erstmal behalten. Dann haben wir ja auch noch Erde gesammelt. Den einen Apfel behalten wir auch noch, den essen wir gleich. Und alles andere, so zum Beispiel Stoff, packen wir erstmal wieder weg. Eisen haben wir ja, wir haben auch ein bisschen Eisen. Ich glaube, wir nehmen auch mal ein bisschen Eisen hier raus. 18 Eisen, da ist auch noch Stein. Da ist auch noch Stein, der muss auch weg.
Weg damit. Den behalten wir, wie gesagt. Alles andere behalten wir auch erstmal. Sense und so weiter sind ja auch alles Utensilien, die man kurzfristig auch mal eben schnell gebrauchen könnte. Übrigens, hier oben müssen auch noch Wände hochgezogen werden. Genauso wie auf dem Dachboden. Aber dazu später. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das vielleicht ohne Let's Play mache. Vielleicht mache ich das auch einfach so im Stillen, so für mich alleine. Achso, wir müssen ja wieder hoch und die Pflanzen holen. Jetzt geht das ja los. Jetzt geht das ja los. Jetzt wollen wir ja die Pflanzen. Wir haben so viel gesammelt auf den vielen Touren. Wir haben ja schon relativ viele Touren jetzt gemacht. Ich glaube, hier waren die drin, genau. Was haben wir denn da? Setzling, Zitrone. Zitronen sind übrigens auch sehr ergiebig. Hatten wir ja mal letztens festgestellt. So, den Stoff. Den packen wir auch nochmal eben weg. Weg mit dem Stoff. Weg mit dem Stoff. Erdbeerkeimling. Jetzt wird's interessant. Den Kies behalten wir auch nochmal. So, ich hoffe jetzt, dass wir so halbwegs genug Platz haben, um das alles hier unterbringen zu können. Tomatenkeimling. Sehr gerne auch Tomaten. Mais. Gras lassen wir erstmal. Kürbissamen. Melonensamen. Kartoffeln. Alles das wollen wir haben. Karotten. Ich finde schon, die Auswahl ist gar nicht so schlecht, die wir haben. Baumwolle, sehr viel vorhanden an Baumwolle. Die Blumen lassen wir erstmal drin. Chili haben wir. Dann haben wir hier Gras. Und das Gras können wir eigentlich so ein bisschen hier unten erstmal hinpacken. Dann haben wir Hanf, wo man ja auch Kleidung draus machen kann. Hanf, Moment, das sind Keimlinge. Keimlinge, ne Moment, Hanfblätter. Die können wir nicht aussäen, aber eigentlich gehören die ja auch nicht so richtig. Die können wir am besten hier hinpacken, weil wir müssen ja die Hanfsetzlinge verwenden für die Saat oder für den Ackerbau. Zuckerrüben und Salat, Keimling, alles Keimlinge, die wir jetzt verwenden werden. Und das geht jetzt los. Womit fangen wir denn mal an? Mit Kartoffeln? Kartoffeln ist das Grundnahrungsmittel Nummer 1. Das Grundnahrungsmittel Nummer 1. Ich freue mich, dass wir endlich damit anfangen können. Jetzt müssen wir natürlich erst noch unser Feld bestellen. Mit der Hacke. Moment, hatten wir eine Hacke? Ich dachte, ich hätte die dabei, aber die haben wir noch oben in der Truhe. Ja gut, man läuft jetzt ein paar Mal hin und her. Das ist halt so bei der Gelegenheit. Können wir eigentlich noch ein bisschen Eisen in den Ofen schmeißen? Fällt mir gerade mal so ein. Lass uns mal ein bisschen Eisen mitnehmen hier. 8. 19. Noch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel da reingeht. 16 vielleicht? Weiß egal. Jetzt haben wir schon 10. So, 18. Ich weiß nicht, wie viel da reingehen. Und jetzt gucken wir mal gerade. Ich glaube, auf dem zweiten hatten wir keine Hacke. Haben wir keine Hacke? Haben wir die nicht mitgenommen oder hatten wir noch nie eine dabei? Ach, weißt du was? Ich glaube, die haben wir in dem alten Haus gelassen. So, Stöcker haben wir ja. Aber Eisen brauchen wir. Eisen haben wir auch mit. Also eigentlich müssen wir jetzt alles dabei haben, um uns mal eben eine Hacke zu craften. In unserer normalen Werkbank. Das ist ja auf jeden Fall möglich. Ne, Moment. Das müssen wir... Weißt du, wo wir das machen müssen? Auf dem Amboss natürlich. Wo werden Waffen und Werkzeuge geschmiedet? Natürlich auf dem Amboss. So, Eisenplatte, Kupferplatte, Silberplatte. Gar nicht wahr. War das doch hier? Ich weiß es jetzt im Moment gar nicht mehr. Werkzeuge, da haben wir es doch. So, Spitzhacke. Holzhake. Ist die auch neu? Sichel. Die haben wir. Sense. Hacke. Die brauchen wir. Ein Stock und einen Eisenbarren. Haben wir dabei. Können wir sofort herstellen. Und da haben wir jetzt die Hacke. Wo ist sie denn? Da ist sie. Die brauchen wir. Vorschlaghammer brauchen wir erstmal nicht. Also geht es jetzt raus. Och, ist das ein Wetterchen. Mein Gott nochmal. Aber wenn ich mir das hier so angucke, würde ich, glaube ich, ganz gerne hier... Gartenfackeln würde ich hier ganz gerne auch noch hinstellen. Das ist mir hier irgendwie zu dunkel. Lass uns mal eben schnell ins Haus hechten und noch ein paar Gartenfackeln herstellen. Lichter! Lichter, Lichter, Lichter! Die Gartenfackeln sind doch immer sehr nett. Große Fackel, Metall oder wollen wir so ein Ding mal herstellen? Das würde ich natürlich auch gerne mal sehen. Aber das können wir besser an den Eingang nachher stellen. Fackelhalterung, Holz... Fackel. Wir können natürlich auch so eine Fackelhalterung aus Holz irgendwo hinstellen, ins Gras oder was. Aber ich glaube, Gartenfackeln sind irgendwie schöner, oder?
eine Gartenfackel haben wir hergestellt. Das ist ja wenig. Moment, das muss noch ein bisschen mehr werden. Das muss noch ein bisschen mehr werden. Holz, Stock. Zack, 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 zack. Machen wir mal so ein paar von den Dingern. Und wieder zu den Lichtern zurück. Gartenfackel. So. Das sollte auf jeden Fall reichen. Ich finde die einfach sehr schön und finde eben auch, dass hier noch viel zu wenige von den Dingern stehen. Da sollte ruhig mal noch ein bisschen aufgestockt werden. So. Wo packen wir die denn mal hin? Hier oben rein. Und dann stellen wir die einfach mal so halbwegs ins Gemüse an eine Stelle, wo wir voraussichtlich erstmal noch nicht mit dem Ackerbau beginnen. Die können wir auch alle wieder abbauen. Deswegen, da brauchen wir uns gar nicht so viele Gedanken drüber zu machen, wo wir die hinstellen. Da passt auch noch eine hin. Und dann wird das hier ringsrum alles etwas heller. Weißt du, was mich hier auch noch nervt? Mit der Sense sollten wir auch noch so ein bisschen arbeiten. Wir müssen, glaube ich, sowieso noch ein bisschen hier was machen, bevor wir tatsächlich mit der Saat jetzt hier beginnen können. Der Nachteil an diesem Biom, wo wir jetzt sind, im Gegensatz zu dem, wo wir vorher waren, wo wir unser erstes kleines Haus gebaut haben, dass hier überall diese gelben Bodendecker oder was auch immer das für Pflanzen sind, wachsen. Man muss also wirklich alles mit der Sense bearbeiten, wenn wir das ein bisschen, wenn wir den Blick so ein bisschen frei haben wollen, insbesondere die Raubtiere, die hier rumlaufen, gerade Wildschweine, die sehr tückisch sind, finde ich, und die hier ja in größeren Stückzahlen sich hier aufhalten, nicht direkt am Haus jetzt, aber schon in der Nähe und die halt auch gefährlich sind. Die sieht man halt überhaupt nicht, wenn die hier im hohen Gras sind, wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob man hier Bären sieht. Warum sage ich eigentlich immer Bären? So, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Damit können wir noch was anfangen. So, und hier oben stellen wir jetzt auch noch ein paar Gartenfackeln hin. Hier kommt eine hin. Und dann packen wir hier auch noch eine hin. Das ist doch ganz nett. Jetzt haben wir das hier so ein bisschen umrundet mit Gartenfackeln. Und arbeiten jetzt zum Abschluss noch ein wenig mit der Hake, dass wir das noch etwas ebener kriegen. Man könnte auch Folgendes machen, man könnte irgendwie so einen Etagengarten auf Dauer anlegen, dass man hier eine Mauer setzt, wo es jetzt einfach immer höher geht und dass man dann, könnte man aus diesem Kopfsteinpflaster machen, ich würde aber dann wahrscheinlich eher einen anderen Stein dafür nehmen. Können wir das hier noch ein bisschen runterhaken? Oh ja, das geht ja. Das ist erstmal gut. Dass man halt